Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir Risen 1 für die Switch gekauft und dachte mir, hey, ich produziere einfach mal ein kleines Video, wo ich meine Ersteindrücke darin festhalte und euch vielleicht eine kleine Kaufempfehlung geben kann oder formulieren kann, falls ihr euch auch überlegt, Risen 1 oder vielleicht auch zukünftige Piranha Bytes Spiele für die Switch zu kaufen. In diesem Video fasse ich meine ersten Schritte ein bisschen zusammen und erkläre einige Dinge, die mir aufgefallen sind, und diese könnten euch vielleicht dazu helfen, das Spiel zu kaufen. Grundsätzlich gucke ich mir das Spiel auf den Bildschirm an, auf meinem Hauptbildschirm und auf dem kleinen Switch-Bildschirm. Wundert euch aber bitte nicht, da ich nicht über die nötige Aufnahmesoftware für die Switch verfüge, musste ich leider ein bisschen improvisieren und mit der Digitalkamera das Ganze aufnehmen, das Gameplay zumindest, aber um einen kleinen Ersteindruck zu vermitteln, sollte es trotzdem genügen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß und ich hoffe, ich kann euch einen guten Ersteindruck und vielleicht ein Kaufgefühl vermitteln. Tja, damit sind wir in-game. Also mal kurz zur Erklärung, ich spiele hier eine ganz normale Kaufversion, die ich mir im Laden ganz normal gekauft habe. Und vielleicht muss ich noch kurz dazu sagen, ich habe schon ein bisschen gespielt, habe so ein, zwei Stündchen mich gestern schon mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht und mit dem ganzen System. Dadurch, dass ich auch nicht über die technischen Möglichkeiten verfüge, jetzt hier meine Switch. Ja, Kuro, wer sich an dieser Stelle bloß sinnlos wiederholt, habe ich einfach kurz überlegt, jetzt das Wort zu ergreifen. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video anguckt, das freut mich sehr. Dieses Video soll sich vor allem an die Leute richten, die eine Switch besitzen, die auch oft mit der Switch spielen. Und die eben auch die Piranha Bytes Spiele mögen und noch überlegen, ob sie sich denn jetzt den Risen Port auf der Switch holen wollen oder vielleicht später dann auch die anderen Gothic Spiele. In diesem Video möchte ich einfach kurz meine Eindrücke so ein bisschen schildern und ja, euch so ein bisschen über die Steuerung vertraut machen, denn mit der habe ich mich gestern sehr lange rumgeplagt. Wobei ich aber ganz klar sagen muss, dass ich kein Konsolenspieler bin. Also ich hole die Switch vielleicht einmal alle ein, zwei Jahre raus, wenn überhaupt. Aber durchaus, wenn Risen oder dann auch Gothic 1 oder so dann auch einen Port bekommt oder vielleicht auch Gothic 2, dann werde ich wahrscheinlich öfter mit der Switch dann rumhantieren. Fangen wir einfach mal an. Die Steuerung ist recht intuitiv. Also es gibt auch ein Tutorial, was alles ganz gut erklärt. Und selbst ich als jemand, der jetzt nicht so oft mit Konsole spielt, der wird hier gut abgeholt, sage ich jetzt mal so. Wir haben hier rechts, also mit L, können wir die Waffe ziehen. Mit R können wir sie wegstecken. Wir können sie aber auch mit L wieder wegstecken. Also es ist völlig egal, ob ich die Waffe da jetzt so ziehe oder nicht. Was ich allerdings noch komisch finde, dass diese beiden Trigger, die sind frei mit den... Ah, doch. Nee, jetzt sehe ich, was man mit den Triggern machen kann. Und zwar links unten das Menü anwählen und rechts unten das Menü anwählen. Das sehe ich jetzt erst. Das habe ich gestern im Test gar nicht gesehen, gar nicht mitgekriegt. Aber gut. Dann haben die auch eine Bewandtnis. Genau. Mit A ist zuschlagen. Mit B ist blocken. Also relativ einfach, wobei ich mir gewünscht hätte, dass der rechte hintere Trigger schlagen wäre, aber gut, man kann nicht alles haben. Wobei man schon sagen muss, für PC-Spieler, die die Kämpfe am PC gewohnt sind, ja, für die ist es gewöhnungsbedürftig, so zu kämpfen. Ja, also ich habe jetzt hier halt auch keine Magie, die ich jetzt für dieses Video testen könnte. Ich muss auch echt sagen, dass dieses Video eine wirklich spontane Angelegenheit jetzt ist, dass ich das so aufnehme. Grundsätzlich lässt es sich ganz gut spielen. Die Performance ist auch gut. Also ich habe keine Ruckler bisher feststellen können, keine Bugs oder sonst was. Aber ich habe auch erst nur ein, zwei Stündchen gespielt. Vielleicht kommt da später noch was. Bis jetzt kann ich das aber nicht bestätigen. Ich muss halt auch sagen, dass der Sound, den ich gerade höre, der kommt über meinen Bildschirm, nicht über meine Boxen. Also das ist auch nochmal ein echtes Problem, weshalb ich jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht sehr viel mit der Switch am PC rumhantieren werde. Ich werde die Switch höchstwahrscheinlich an den Fernseher anschließen und dann dort nochmal spielen. Aber um es jetzt hier aufzunehmen, um dieses Video aufzunehmen, musste ich das jetzt hier am PC machen, weil ja, ich habe wie gesagt keine Möglichkeit, das am PC zu capturen. Aber gut, ist nicht schlimm. Lecker. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Fleisch am Start. Ich werde wie gesagt auch jetzt nur ein bisschen reinspielen, ein paar Minuten, und dann nochmal ein Fazit geben. Also grundsätzlich ist das Interface komplett verändert, die Dialogs, die Fenster sind natürlich komplett verändert, das wurde alles überarbeitet. Ich werde jetzt gleich nochmal für euch in die Inventare und so weiter gucken und euch mal einfach ein bisschen zeigen, wie das so mit der Steuerung funktioniert. Ah, hä, bin ich dumm, wie komme ich ins Menü? Ah, hier, okay. Das ist mit den Pfeiltasten quasi. Also nach rechts kommt man hier quasi in die Charaktereigenschaften. Mit links und rechts kann man zwischen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten
hin und her switchen und dann quasi mit dem linken Trigger dann hier im Menü rumswitchen, dann hier mit A Punkte verteilen, beziehungsweise nicht verteilen, man muss es ja lernen bei Lehrern, aber man sieht es dann hier quasi und wenn man drüber hovert, bekommt man halt eine Erklärung dazu. Gleiches gilt bei Charaktereigenschaften hier bei Rüstungsteilen und Ausrüstungsgegenständen. Das heißt, wenn ich über die jeweilige Maske hover, sehe ich die Optionen, die ich habe, die ich anlegen kann. Das heißt, wenn ich über die Waffen gehe, kann ich jetzt hier sehen, welche Waffen habe ich zur Verfügung, welche kann ich auswählen. Wenn wir jetzt mal den Pfeil nach oben machen, kommen wir ins Inventar. Und kann ja auch mit dem linken Trigger dann durch das Inventar navigieren und mit A dann quasi mit Gegenständen im Inventar interagieren. Ja, und ich mache jetzt mal die ganzen Muscheln hier auf. Ach nee, das ist eine Hornmuschel und die kann ich nicht spielen. Genau, grundsätzlich dann auch hier wieder mit R kann ich durch die jeweiligen Reiter navigieren und mit L wieder zurückkommen. B ist immer zurück oder schließen jeweils. Und ja, was haben wir noch? Wir haben ja noch die Übersicht, Lehrer, Händler, aktuelle Quests, erledigte Quests können wir hier durchswitchen mit dem Pfeiltast. Wenn man jetzt hier runter hovert, kann man jetzt hier mit dem Trigger quasi durch die jeweilige Fraktion durchgehen und sich die Quests angucken. Dann haben wir rechts oben Maps. Da ich jetzt aktuell noch keine Map besitze, kann ich da mir jetzt auch noch nichts angucken. Aber grundsätzlich ist das alles sehr intuitiv gemacht. Ja, ich finde auch das Interface an sich, was dafür erstellt wurde, auch passend. Ja, kann ich mich grundsätzlich mit anfreunden, bin ich erstmal dabei. Und ja, also ich glaube, es ist gerade wichtig für die Entwicklung, automatisch speichern übrigens, bestes Feature, was gibt. Ich glaube auch gerade, dass es für die Entwicklung halt mega wichtig war oder wichtig ist, dass so Dullis wie ich, die nie mit der Konsole spielen, also wirklich PC-Spieler sind, dass auch diese Dullis, die da nicht dran gewöhnt sind, halt auch damit klarkommen. Und wenn das der Fall ist, dann kommt jeder damit klar. Das ist wichtig. Und ich komme damit klar. Das Kampfsystem, also damit muss man am wichtigsten klarkommen. Wenn das Kampfsystem Mist ist, ist das ganze Spiel Mist sozusagen oder das ganze Projekt Mist. Aber ja, und das ist hier zum Glück nicht der Fall. Dementsprechend bis jetzt, mein Ersteindruck ist da auf jeden Fall positiv. Ich kann jetzt vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie würde ich quasi damit spielen oder, also ich werde am Ende mir die Frage stellen, ob ich quasi jetzt regelmäßig auf der Switch Risen spielen werde und dann werde ich euch eine Antwort dazu geben, quasi als Zusammenfassung, als Feedback sozusagen. Aber ja, ich wurde auch jetzt neulich in Videos schon oder in den Streams gefragt, ob ich mir den Gothic 1 auch für die Switch holen würde oder Risen halt jetzt oder so. Ich habe dazu immer nie eine große Antwort gegeben. Das will ich auch jetzt noch nicht machen, weil wer weiß, was da jetzt noch passiert. Wie das jetzt weitergeht, wann das rauskommt, da gucke ich es mir vielleicht auch an. Was ich jetzt aber noch nicht weiß, ist, wie kann ich zum Beispiel Gegenstände oder Waffen da unten in diese Leisten ziehen. Ah, okay, kann ich machen. Also, wenn ich im Inventar bin, und ich möchte jetzt auf rechts unten, also entweder bei A, X, B oder Y in die Leiste oder eben links in die Leiste da unten, dann muss ich quasi über den jeweiligen Gegenstand hovern. Ich würde jetzt einfach mal das hier nehmen. Dann drücke ich jeweils ZR oder ZL. Ich drücke jetzt mal ZR und drücke das auf X. Nee, das funktioniert nicht. Also ich kann es nur links machen. Jetzt muss ich immer noch mal kurz überlegen, wie ziehe ich nochmal die Waffe? Die Grabmotten sind natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Profi. Okay. Gut. Wir gehen da jetzt auf jeden Fall noch in den Tempel rein. Und ja, gucken uns nochmal die Gegend hier ein bisschen an. Und dann werde ich, denke ich mal, auf das Switch-Gerät, auf den Switch-Bildschirm selber rübergehen und mir das da auch nochmal anschauen. Also ich habe auch echt gut FPS hier. Also das ist wirklich extrem flüssig. Also locker über 60 Frames per Second ist super. Also das klappt auch alles hervorragend. Kann man sich echt überhaupt nicht beschweren. Klappt gut. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Oder komm, ich würde jetzt mal sagen, wir switchen jetzt mal rüber auf das Switch-Gerät und schauen einfach mal, wie es da wirkt oder wie es da aussieht.
Okay, also ich habe jetzt quasi mal auf dieses Switch-Gerät gewechselt, aber man muss dazu sagen, mit dem Licht ist es gerade ein bisschen doof. Ich gehe erstmal wieder aus dem Tempel raus, damit wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. Wie gesagt, ich nehme das Ganze jetzt hier mit einer Kamera separat auf. Deshalb sieht das jetzt vielleicht von der Qualität her nicht so Bombe aus, ja, also wundert euch bitte nicht. Aber was wir hier wenigstens sehen können, es läuft super flüssig. Und lichtverhältnismäßig sieht es auch echt gut aus und es fühlt sich auch an sich gut an. Ich habe jetzt aktuell den Switch-Bildschirm extra hingestellt und den Controller noch in der Hand. Aber was ich jetzt mal machen würde, ich würde jetzt mal versuchen, quasi das blaue und den roten Pad da mal dran zu nehmen, sodass ich die Switch quasi direkt in der Hand habe. Ja, also ich habe die Switch jetzt so in der Hand. Und auch wenn man jetzt so spielt quasi auf der Switch, es fühlt sich gut an. Natürlich, wenn man ganz nah rangeht, sieht es dann nicht mehr so gut aus. Ne? Das ist auch klar. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist soweit, wie es sich anfühlt, eine echt gelungene Umsetzung des Ports. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, habe da also auch keinerlei Vergleiche jetzt oder so. Kann ich also jetzt gerade schlecht sagen, aber für mich als jemand, der da jetzt neu quasi sich mit befasst und sich das neu anguckt, ist es schon echt eine gute Sache. Wobei man sagen muss, links unten hier diese Symboliken, die sind schon teilweise sehr klein. Also wirklich sehr, sehr klein, wenn man da wirklich so 40, 50 Zentimeter weg vom Gesicht ist, ist es schon schwer erkennbar teilweise, muss man sagen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es es ist spielbar und das ist okay. Also das ist halt wirklich das Wichtigste. So, jetzt muss ich mal versuchen, hier ein bisschen zu liefern wenigstens. Ich ist halt auch gerade wild. Ich gucke gerade durch die Kamera auf den Bildschirm, anstatt direkt auf den Bildschirm. Aber gut, muss auch ein bisschen kreativ sein, um hier Probleme zu lösen. Ja, also, soweit funktioniert das alles ganz gut. Und technisch ist gut umsetzbar. Ich habe auch mal den Kopfhörer dran gesteckt gestern und habe auch einfach mal den Sound mir angeguckt oder angehört, besser gesagt, habe ich mal reingehört. Der Sound ist super. Also wirklich mit Kopfhörern ist es bombastisch. Natürlich ohne Kopfhörer klingt es ein bisschen blechern und durch die einfachen Lautsprecher der Switch natürlich nicht so gut, aber durch Kopfhörer selber, durch gute Kopfhörer ist es tipptopp. Und das ist wirklich eine gute Sache. Also grundsätzlich würde ich dann jetzt schon mal zu meinem Fazit kommen. Also was kann man jetzt als Fazit daran festhalten, auf der Switch Risen 1 zu spielen? Es lässt sich gut machen. Es lässt sich gut spielen. Es ist echt solide Sache von der Umsetzung her. Ich werde, denke ich, auch auf jeden Fall ein bisschen noch weiterspielen. Und das ist nämlich auch die Frage. Werde ich jetzt als PC-Spieler Risen nicht mehr am PC, sondern auf der Switch spielen? Dann kann ich definitiv sagen, nein, das wird nicht so sein, weil am PC ist es einfach nochmal ein eigenes und besseres Erlebnis als auf der Switch. Aber, und das kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ich unterwegs sein sollte, Dienstreisen habe oder irgendwo wegfahre übers Wochenende, dann habe ich jetzt definitiv einen Grund, die Switch mitzunehmen. Und das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, dass auch ich als PC-Spieler, der eigentlich nur am PC eben spielt, jetzt eben auch hergehen werde und mir Risen 1 auf der Switch angucken werde. Ja. Und das auch machen werde wahrscheinlich, ja. Ich bin natürlich extrem gespannt, was THQ Nordic da mit den anderen Piranha Bytes Spielen mitmachen wird. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, als kleiner Einblick, wie gesagt, ob sich das lohnt, dann kann ich sagen, das lohnt sich, Risen 1 für die Switch zu holen. Schauen wir mal, ob das dann auch vielleicht auf die anderen Piranha Bytes Spiele zutrifft, die ich mir vielleicht auch in diesem Video nochmal anschauen oder in so einer Art Video nochmal anschauen werde. Wenn ihr darauf Bock habt, dass ich da auch nochmal meinen Senf dazu abgebe, ob sich das vielleicht lohnt oder nicht, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bewertet gerne dieses Video, würde ich mich sehr drüber freuen und dann würde ich sagen, das war mal ein etwas anderes Video. Ja, mal gucken, wie ich das verarbeiten werde und ja, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund, bis zu einem anderen Video und ciao.